Hallöchen Leute, willkommen zu einem mysteriösen Abenteuer von einer siebten Episode von Firewatch. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Davy und begrüße euch ganz herzlich hiermit zurück. Dann schauen wir mal, was uns noch... Hier ist noch ein Überwachungsturm. Hier ist ein piepender Kasten. Was wird es sein? And there is all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. This equipment is not stuff from the hardware store. So, das kann ich mal wohl nicht melden. Geräusche. Aha. Interessant. Vielleicht finden wir so jemanden. Könnte gut möglich sein. Und wie wir sehen, hier ist sehr 5 SW Südwest. Aha. Pinnwand. Warte, das müssen wir auch melden. Ich bin in ihrem Main Tent. Ich wundere, wo sie sind. All of their stuff is here. Figure out what that thing does and then get the hell out. Nein. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. I found their main monitoring desk. You should get out before they come back. Yeah, I think this thing is responding to something in this pile of crap on the desk. Dig through it. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Okay, so there's a log here that tracks the movement of 4 distinct subjects. You and me? Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other two? Die Goodwins. Maybe the missing girls? Like, they're still out here and these people are following them? Maybe. It's possible, right? But then why haven't you seen them? I don't know. We'll talk this over and figure out how to get the hell out of here. There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to it. This place sleeps 3. They've got a row of cots here. I want to know what that thing finds. Look, you should get out before they come back. They're measuring the barometric pressure, too. Why? Maybe it's just a diversion. Heftig, heftig. Eine Leiter? So, hier gibt's nichts mehr. Es piept auch nicht mehr. Wir müssen versuchen, hier zu verschwinden, Leute. Ich glaube, hier sieht's nicht gut aus von uns. Wenn wir hier erwischt werden, dann sind wir nicht mehr am Leben. Das wird eine confuse Aktion. Oh, wer sind diese 3 mysteriösen Leute, die versuchen, uns die Hölle heiß zu machen? Auf einer guten Art und Weise, wenn man es auf gut Deutsch sehen würde. Was geschieht hier nur? Wer hat uns K.O. geschlagen? Das sind alles Fragen, die ich mir stelle. Nachforschung, ob die anstellen. Nachforschung in Wapiti Medio anstellen. Will? What? Warum muss ich jetzt hier Nachforschungen anstellen? Achso, das ist ein neuer Kompass. Gut, erstmal die Karte begutachten. Ich
hab gedacht, ich soll nicht mehr hier. Simply drop. Firebreak. Aha. Ich hab gedacht, ich sollte nicht hier machen. Ich hab gedacht, ich sollte weggehen. Merkwürdig. Also soll ich doch nochmal hingehen. Okay. Da werden wir wohl hingehen. Dann versuchen wir es halt nochmal. Aber wie gesagt, ich fand es jetzt gerade komisch. Es ist ja, wir sollten uns eigentlich so schnell wie möglich verdünnisieren. Aber anscheinend sollte mir tatsächlich nochmal hier hingehen und Nachforschung machen. Aber wie? Wir haben ja eigentlich alles begutachtet, was es hier zu schauen gibt. Hoffen wir mal wirklich nicht, dass wir jetzt hier einen Besuch bekommen, weil das wäre echt nicht schön, wenn wir jetzt hier einen Besuch bekommen würden. So, Generator, Überwachungsturm. Da oben geht's auch nicht weiter. Der steinige Weg führt uns auch zu nichts da. Ist so komisch, weil ich höre ja Geräusche gerade hier. There's nobody here. It's just tents and equipment and yeah, that's it. Look everywhere. Maybe you can find something that will help us know what's going on. Eine Leiter? I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. Gerät. I mean, this stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. Aha. Henry M. und Delia. Are you shitting me? What? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. So, ich lese es erstmal. Delia A., 43 Jahre alt, Übersicht, Programmstatus natürlich. Beobachtete Eigenschaften, zuverlässig trotz Alkoholismus, aufmerksam, charismat, eigennützig, verzerrte Wahrnehmung, persönliche Vergangenheit, relevante beobachtete Tatsache, war nie verheiratet, keine Kinder, geht selten wandern und verlässt ihre unmittelbare Umgebung, kaum mehrere Affären, trotz Langzeitbeziehungen, Name Javier, Manipulierbarkeit 3, abgezeichnete durch Programmieren EG. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is what does it say about so, jetzt gucken wir das uns hier noch an. So, das sind wir natürlich mit 39 Jahren, entdeckungslustig, geradlinig, reizbar, passiv, schuldbewusst, direkt, zurückhaltend. Übersicht Zielperson. Zielperson hat volle Aufmerksamkeit der Vorgesetzten gewonnen. Vertrauen noch wissenschaftlich nachzuweisen. Alles deutet auf volle Kooperation hin. Nachtrag. Zielperson könnte Kenntnis des Tests besitzen. Abbruch der Beobachtung angeraten. Falls Zielperson Posten verlässt. Manipuliert. Barkeit 9. Abgezeichnet durch Programmierleiter. You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah. Okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Delilah. What? Think about it. I am, and I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain? Or someone were to die in it? We call it in? We call it in? Yeah, maybe. My God, Delilah, no. No way. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Oh, I'm so fucking wound up. Kann ich nachvollziehen. It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do.
Es ist nämlich natürlich Einbruch in die Privatsphäre von denen. So, wir müssen jetzt so schnell wie möglich uns verziehen. Krass, wir sind in ein Forschungsprojekt eingeraten und die versuchen uns zu beobachten. Aber warum wurden wir dadurch angegriffen? Weil wir fast dieses Rätsel gelöst haben? Werden wir es schaffen, überhaupt jetzt diesen Weg zurückzugehen? Oder werden wir doch noch abgefangen? Das ist die andere Frage. Hoffentlich schaffen wir es hier raus. Oh. Wow. Oh, shit. Eine Rauchsäule. Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Tag 77 ist immer noch nicht zu Ende, Leute. Es geht weiter mit diesem grandiosen, verschissenen Tag. Ja. Wer hört auf uns? Aha. Den Ehering. So, Ordnungsgerät nehmen. Fallen lassen. Oh Gott, Leute, wir haben echt gerade ein sehr, sehr schwieriges Problem, wo wir lösen müssen. Nur, wie werden wir das lösen? Das ist die andere Frage. Ja, das ist wirklich eine Frage. They want it back. Who? Wellenempfang, Ordnungsgerät. So, öffnen wir die Tür, nehmen die natürlich unseren Rucksack mit und schauen. This receiver just picked something up. What thingy? What now? I found a device that picks up frequencies. It's how I found the reports last night, and it's going off now. It just picked up a frequency? Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! Ach du Scheiße. Hey Dee, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry, Henry, Henry. What? You're harshing my vibe. My thinking is, I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is, I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay, ay, ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Okay, wir sind schon mal falsch hier. Ich habe gedacht, vielleicht sind wir hier richtig, aber anscheinend nicht so. Wir haben jetzt das Funkgerät ausgemacht. Also hier sind wir auf jeden Fall falsch, Leute. Jetzt werden die Signale wieder stärker. Definitiv jetzt gerade stärker. Ein seltsamer Rucksack. Shit. What? Ah. Okay. Und wisst ihr was? Da war ein Schlüssel dran.
Könnt ihr euch vorstellen, wo wir hin müssen? Ich nehme schon, wir müssen jetzt zur Höhle. Und ich denke, das wird auch unser letztes Gebiet sein, das wir aufsuchen müssen. Ich kann mir sonst nichts anderes vorstellen mehr. So, erstmal begutachten, wo die Höhle ist. Wo ist die Höhle? Da ist die Cave 402. Cave 452. Oder? Ja. Ich denke mal, ich hoffe, dass ich so auf dem richtigen Weg bin. Ja. Hier ist es Maria und Josef. Ich frage mich echt gerade, was hier abgeht. Alles merkwürdig. Wir finden einen Rucksack mit einem Schlüssel dran. Natürlich der Schlüssel nur zu einer Möglichkeit hin, ne? Weil wir haben ja sonst keine andere Möglichkeit gehabt oder keine andere Möglichkeit gefunden, wo wir einen Schlüssel benutzen können. Weil wir haben ja unsere Tür ja so aufgemacht, dass wir alles aufgebrochen haben. So. Jetzt gehen wir in Richtung Höhle und ich denke mal, das wird auch unser Ziel sein. Was werden wir in dieser Höhle finden? Wir sind mitten in der Nacht von Tag 77, Leute. Das ist nicht so lustig, wenn wir mal ehrlich sind. Da oben ist Elias Funkturm. Warum kommt sie auch nie raus? Wieso? Wieso und warum säuft sie wieder? Was ist die Lösung dabei, wenn du Alkohol trinkst? Was versuchst du zu verdrängen? Das ist alles merkwürdig. Generell, was werden wir jetzt in dieser Höhle finden? Ich habe leichte Panik bekommen, ich schon, Leute, wenn ich ehrlich bin. Weil ich weiß nicht, auf was wir uns einlassen. Das ist halt das größere Problem. Aber dazu würde ich erstmal sagen, ich beende hier mit Part und wir sehen uns natürlich dann morgen wieder bei dem wunderschönen Firewatch. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.